Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, wir sind noch in Petra und wir gehen in ein Wadi hinein. Ein Wadi ist so wie eine Wasserschlucht. Und danach geht es weiter in Jordanien, nämlich ans Tote Meer. Und da gibt es nochmal ein Wadi und dies erkunden wir. Und es wird richtig abenteuerlich, weil wir verlassen die Pfade und suchen uns selbst irgendwie einen Weg dadurch. Ja, seid gespannt, ob wir da durchkamen oder nicht. Viel Spaß beim Schauen. So, neuer Tag. Wir gehen wieder wandern. Möglichst weg von dieser Menschenmasse. Diesmal der rechte Berg. Wir besuchen Petra heute den zweiten Tag und hier ist irgendwie heute indischer Tag, denn ganz Indien scheint sich heute hier in Petra zu bewegen. Ja, das ist so, denn gestern war Ramadan zu Ende und jetzt haben auch die Inder, die hier in Jordanien leben, eine Woche frei und machen hier große Ausflüge. Wir haben die Menschenmassen verlassen und gehen da völlig einen anderen Weg, aber da gibt es auch Dinge zu sehen. Und hier gibt es keinen Menschen, der das besichtet, außer wir. Also auch ein bisschen abseits gibt es Dinge zu sehen. Schauen wir mal da rein. Hier ist einfach ein Raum. Mit Bitumen überzogen, das muss in der Neuzeit passiert sein. Und wir folgen einfach irgendwie diesem Weg, weil der Hauptweg übers Wadi, den ich aufgezeichnet habe, sei kaputt, nicht passierbar. Dafür sieht man überall Löcher, ja. Ja, wenn man keinen Wanderweg hat oder so, dann muss man den Weg selber finden. Und ich gehe jetzt mal da hoch auf diesen Ausblick. Der Hauptweg ist nämlich da unten im Wadi. Der ist aber nicht zugänglich. Ui, Riesenwadi. Okay. Das wird nicht einfach. Also wenn man da mal abseits geht, entdeckt man einiges. Da hinten hat Solar, da wohnt also einer. Und guckt euch, was wir gefunden haben. Ein Tunnel. Aber wir kommen da nicht runter, weil es ist extrem steil. Aber da oben durch, auf die andere Seite. Und dann kommen wir hoffentlich da vorne langsam runter. Ach, ist das spannend. Das ist das Wadi, da ging früher ein Wanderweg durch. Der Zugang ist jetzt aber unterspült, keine Chance, hat man mir gesagt. Und jetzt versuchen wir, von da runter zu kommen. Wir versuchen unser Glück dadurch. Da geht's gut, aber nachher wird es steil. Wir müssen mal schauen. Wenn die Hunde runterkommen, kommen wir auch runter. Wenn nicht, ja, die kehren schon um. Ayla ist die mutigere. Ja, gestern ist übrigens einer abgestürzt, gestorben. Also nicht hier. Beim Amphitheater, gell? Beim Amphitheater ist der irgendwie oben durchgeklettert. Ayla. Ja, super, Ayla. Das ist ein toller Hund, hey. Mann, hey. Aber die Angie hat da ein bisschen mehr Angst. Mammut, der hält das auch. Da sind die Hunde runter. Das geht auch gut. So. Jetzt schauen wir uns erstmal diesen Tunnel an. Ist der von Menschenhand gemacht oder nicht? Auf jeden Fall interessant. Da war eben früher der Wanderweg. Wegen Hochwasser ging es dann nicht mehr. Aber ein wunderbarer Ort. Hey. Also, man sieht da Stein, Schlagwerkzeug, Spuren.
muss von Menschen gemacht, oder wenigstens teilweise. Aber der ist ja, ich meine, der ist so groß. Er ist etwa 6-7 Meter hoch. Wobei da natürlich auch der Untergrund früher weiter oben war. Aber alleweil spannend. Wenn wir hier weiterlaufen, ja, man sieht es auch. Aha, da vorne sind alle Menschenmassen. Und da gibt es angeblich keinen Zugang, das schaue ich mir jetzt aber an. Aber das Ding ist riesig. Guckt mal an. Da über 10 Meter hoch. Also, jetzt bin ich schnell zurück schauen gegangen, ob das stimmt. Das stimmt nicht. Es gab da zwar eine Überschwemmung, aber man kommt da locker runter. Hätten wir uns sparen können. Also man kommt locker runter, wir hätten es uns sparen können, aber egal, es war interessant. Man sieht natürlich abseits so viel mehr. Und ehrlich gesagt mache ich das lieber. Einen Weg erkunden, es gibt immer einen Weg. Also ich frage mich echt, warum die das so hoch gemacht haben. Okay, der Untergrund war früher viel höher. Ja, wer weiß, vielleicht war er 4 Meter höher. Aber die haben das echt da oben bearbeitet. Man sieht überall diese Spuren. Vielleicht habt ihr eine Idee, warum? Ich meine, da sieht man, der Untergrund muss höher gewesen sein und vor 2000 Jahren war er vielleicht da oben. Aber ich meine, da unten gibt es ja auch Schlagspuren. Ja, wir gehen jetzt dieses Wadi entlang. Da ist noch ein Wanderweg eingezeichnet, aber da läuft keine Sau mehr durch. Außer wir. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Und wir kommen wieder nicht weiter und müssen klettern. Aber es bleibt interessant, was da alles angespült wird. Teppich. Da hat es eine da hochgelegt. Ich glaube, da hat mal einer angefangen aufzuräumen. Ein Tausendfüßler, 10 cm lang und tschüss. So, wir müssen uns den Weg durchs Wadi suchen. Langsam ist es hier richtig unterspült, überspült, unterspült. Und wir hoffen, wir kommen weiter. Ach, ist das interessant. Das Niveau war hier mal 2 Meter höher. Jetzt 2 Meter tiefer. Und wir können immer noch laufen, ohne zu klettern. Und man findet natürlich so einem Wadi alles Mögliche. Ein Weißwandreifen sogar. Ach, ist das schön. Einfach in einem Wadi laufen. Wo heute eigentlich niemand mehr läuft. Ich sehe auch keine Spuren, gar nichts. Die Wölfe sind schon da vorne und es sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen raus und da kommt ein anderes Wadi und vereint sich mit diesem. Oh, da kommt wieder, glaube ich, eine schwierige Stelle. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Solange die Wölfe nicht zurückkommen, haben sie einen Weg gefunden. Weil sonst kommen sie immer zurück. Guck mal die schönen Steine an. Wow. Ja, der ganze Abfall, der wird da runtergespült, enorme Kräfte. Eisen, Draht, Geflecht. Fragt man sich, so, jetzt wird es schwieriger. Aha, da gibt es einen Durchgang. Also wir finden den alten Wanderweg, hier ist nämlich betoniert. Und hier ist auch betoniert. Und dann ging es da irgendwie da oben links weg, offenbar. Also jetzt kommen sie sogar da durch.
Früher war das sicher nicht möglich, aber es hat jetzt da unten weggespült. Es bleibt weiter spannend. Die Eile ist da. Eventuell geht es da nicht weiter. Vielleicht müssen wir dann da hoch. Aber jetzt schauen wir mal. Oh, das sieht doch gut aus. Okay, super. So, die Hunde sind schon mal runtergesprungen. Oh, da geht's 1,5 Meter runter. Immer gucken, dass man auch wieder hochkommt, sonst sitzt man in der Falle vielleicht. Es wird immer enger da. Was sagt uns jetzt irgendwann vom Wasserfall? Oh, wow, wow, du. Aber die Hunde sind weg. Schon mal gut. Schöne Felszeichnungen. Ja, ist das geil, ey. Wow, noch geht's durch. Eile kommt zurück. Ich hoffe, es geht da weiter. Also, die Wölfe gehen nicht weiter. Es muss da so ziemlich runtergehen. Ja, geht's auch. Eieiei, was da alles liegt, hey. Oh je, du. Ja, da kommen die nicht weiter. Wir vielleicht, aber auch schwierig. Also da gibt's für mich, ich würde da schon runterkommen, aber die Wölfe nicht. Ich versuche es jetzt mal da oben durch, aber auf der anderen Seite runter. Aber ich glaube, die Chance ist klein. Hier die Reste des ehemaligen Pflasters, des Untergrundes, der mal von der Flut weggespült wurde hier. Und auch der Rest von dem Torbogen oder Staumauer. Alles hat das Wasser mitgenommen. Ja, wie gesagt, es gibt immer einen Weg. Und wenn es der Weg wieder zurück ist, ja, die wissen schon wodurch. Und wir müssen zurück. Das ist kein Durchkommen für die Hunde. Leider. Da habe ich da mal was versucht, bin da hochgeklettert, doppelt so hoch wie hier. Aber kein Durchkommen. Die Wölfe warten schön. Klettern im Wadi. Seit 4 Tagen bin ich nur am Klettern. Mir tut die Oberschenkel weh. Seit 4 Tagen tut die mir schon weh. So, nächster Versuch, auf die linke Seite zu kommen diesmal. Und zwar auf diesem Weg. Also Weg, ja. Ich nenne ihn mal Balkoni Way, weil der flirt links oberhalb vom Wadi entlang. Mal schauen. Ein Weilchen und dann hoffen wir, dass wir hochkommen. So, da unten ist das Wadi, da sind wir etwa ja, 500 Meter zurückgelaufen und laufen jetzt wieder zurück, wieder etwa 500 Meter mit einem Sprung da. So, und deswegen habe ich diesen Weg Balkoni Way ernannt. Ja, egal, ey. Auch wenn wir nicht durchkommen, es war trotzdem interessant, solche Wege zu gehen. Tierspuren hat es auf jeden Fall. Und unten war auch richtig interessant. Aber jetzt ist mir klar, warum da keiner mehr durchläuft. Außer ein paar Idioten wie wir. Und wie man sieht, sind wir nicht die ersten Menschen. Da sind natürlich schon viele irgendwie hochgekraxelt. Da hat mal jemand eine weiße Wasserleitung nach unten gelegt, um Wasser hochzupumpen. Ja, da müssen wir durch. Alle Weile interessant. Ich hoffe, wir kommen. Es fehlen noch 5 Meter etwa. Noch ganz hoch. Oh, da vorne wieder. Sieht gar nicht gut aus. Da ist wieder eine Spalte dazwischen. Tja, sobald die Wölfe stehen bleiben, ist es vorbei. Zugang ausgeschlagen, damit man nicht weiter hochkommt. Okay. Und dann ein Brett rübergelegt und irgendwas. Also, das, so wie das aussieht, war das ein Zugang, nach oben zu kommen. Hier haben sie alles abgespitzt. Und vielleicht ein Brett gelegt.
Auf jeden Fall, damit man da nicht weiterkommt. Ich könnte schon weiter, ich springe da runter und da muss ich hochklettern, aber die Wölfe halt nicht, ja. Dann geht's einfach wieder zurück. Nächster Weg, ich habe schon wieder was im Kopf. Aber schön ist trotzdem. Noch ein Blick runter in die Schlucht, wo wir vorher waren. Und der Weg da wäre eigentlich super, der führt wirklich hoch. Leider wurde das verhindert von den Napateren. Die Eila buddelt da drin im Loch. Was ist denn da drin? Vielleicht alte Schätze. Oi, die geht rein, hey, und tschüss, hey. Wer weiß, was da drin ist. So, wir haben das Wadi wieder verlassen. Und jetzt versuchen wir es wieder mal woanders. Wir sind wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Bei den Solarpanel. Jetzt laufen wir mal da nach hinten. Wir finden wieder eine große bearbeitete Wand, dessen Sinn mich nicht ganz erschließt. Hier auch. Von Menschenhand sieht man gemacht. Wunderschöner Ausblick auf die andere Seite, wo wir auch mal waren. So, wir sind Eindringlinge. Entweder wohnt da jemand, oder? Tiere wohnen da. Ja, ja. Alles helfen! Also, das ist nur ein Tierstall. Mehr nicht. Also, klappt auf der anderen Seite, wohnt der Hirte. Da in dieser Höhle. Unser Weg führt uns weiter. Mal schauen, wie es da aussieht. Hoppla. Ja, der ist auch vorbei. Egal. Da unten ist eigentlich da die Hauptschlucht, wo alle sind. Da geht es nicht weiter. Aber schöne Aussicht. So ist das. Also. Da ist noch eine Höhle, da gehen wir jetzt rein, aber da geht es nicht weiter. Sieht so aus, wie wenn die da alles weggespitzt haben, tatsächlich. Das war auch früher ein Eingang, ein Durchgang, um da weiter hochkommen. Der wurde auch versperrt. Das war der Hauptweg rüber, um da hochzukommen. Die haben alles weg. Da sieht man eindeutig, dass die da wohl weggespitzt haben. Na, hier ist überhaupt kein Durchkommen. Ja, schade. Mit der Aussicht jetzt hier oben an dem Ort, wo Nabatäer ihr Grabmal gegraben haben, in dem Durchgang, wo sie ihren Arbeitsplatz hatten, sitzt jetzt René und wir machen hier Pause. Unterwegs, Angriff von rechts, so läuft das hier in den Bergen. Da hinten steht der Camper und da ist so ein Araber. Von der Einsamkeit der Berge wieder zurück ins Getümmel. Und wer Petra ausklingen lassen möchte, kann das hier in der Cave Bar tun. Bei schöner Musik, ein bisschen chillig. Eine ehemalige Karawanserei, 2000 Jahre alt, wurde hier umgebaut und ist jetzt eine stilvolle Kaffeebar für Nachmittag und Abend. Die Fassaden von Petra hier in der Abendsonne, also entweder frühmorgens oder spätabends, ist es am schönsten und das ist doch nochmal gigantisch. Das ist natürlich großes Kino hier von oben, das Theater nochmal
und dahinter wird die Sonne untergehen. Die letzten Sonnenstrahlen küssen Petra hier von oben. Einfach mal hinsetzen in so einem Grabmal und diese wahnsinnigen tollen Regenbogenfarben bewundern, die der Stein hier zeichnet. Wer in so schönen Felsen wohnt, der muss natürlich ein König sein. Und zum Abschluss dieses Besuchs nochmal dieses Bild genießen. Heute mal kulinarisches Kontrastprogramm. Wir sind nämlich in Alnavas Restaurant gelandet, das eigentlich kein Restaurant ist, sondern eine Lodge. Und hier gibt es Buffet für 8 Jaden Dinar, Jordan Dinar. Und das riecht gut hier. Gute. Essen wie auf einer Party hier. Camping-Atmosphäre. In diesem Eco-Camp erwarten uns auch Blumen. Wir sind auf einer Höhe in Jordanien, wo es die wieder gibt. Das ist herrlich, nach so viel Sand wieder Blüten zu sehen. So, wir machen gerade Tierrettung. Ah, Sand. Der hat nämlich eine Schildkröte auf der Straße gefunden, eine ganz kleine, die hat sich verzogen. Das ist jetzt die neue Beifahrerin auf dem Beifahrersitz, diese Mini-Schildkröte. So, jetzt ist sie neugierig, kommt hier raus und jetzt werden wir sie hier wieder in die Natur setzen. Ja, jetzt hast du ein neues Zuhause, weg von der Straße, kannst wieder deine Wege ziehen. Führt uns jetzt zum Toten Meer. Von der grünen Landschaft gehen wir jetzt in eine Einöde, denn das Tote Meer, ja, ist eben tot und was drumherum eben auch. Und 1500 Meter geht es jetzt runter auf minus 400, so wie ich weiß, liegt das Tote Meer. Ein Paradies für Vögel. Überall Löcher. Fahrt ins Wadi Numeira für einen Übernachtungsplatz. Donkey. Yes. Da geht er dahin, der Donkey. Hä? Wir sind im Wadi Numeira, unterhalb vom Toten Meer. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und ich hoffe, der Stein bleibt noch ein Weilchen da oben, sieht lustig aus. Da kommen ganz viele natürlich, um hier zu campen, weil es schön kühl ist. Ja, dieses Wadi ist gut begehbar und auch befahrbar, aber nur bis hierher. Hier wird es dann zu schmal und es fließt reichlich Wasser. Es ist eigentlich wunderschön da. So interessant, wir sind also nicht alleine. Wie in Saudi-Arabien.
Diese Wadis, diese Steine verfolgen uns auch immer weiter. Man kriegt Wasserfüße, nasse Füße, da kommt man nicht drum herum. Es ist ziemlich feucht hier drin, aber interessant. Hey. Also wir sind jetzt schon über einen Kilometer unterwegs. Ja, wir sind immer wieder um die Ecke herum. Es ist wirklich interessant. Also das müsst ihr unbedingt reinziehen, wenn ihr mal in Jordanien seid, dieses Wadi. Also die Schuhe werden definitiv voll nass. Entweder Barfuß, Stiefel oder daneben nasse Schuhe. Ah, oh, da geht's ab, hey. Das scheint eine stundenlange Wanderung zu sein, weil das Wadi geht immer weiter und ist super begehbar. Jetzt geht's aber ab, du. Auch zum Wasserfall haben wir gerade erfahren, da gibt es einen Wasserfall. Da vorne soll es einen Wasserfall geben, das ist dann die Belohnung und das Endziel. Ja, die warten vorne auf uns, wir sind da wieder mal zum Tee eingeladen. Ja, manchmal plant man was, aber da kommt immer was dazwischen. Man muss immer ein bisschen Zeit offen lassen, eben damit man auch diese Gastfreundschaft genießen kann. So, jetzt dürft ihr mich auch mal sehen. Meine Frontkamera ist kaputt, deswegen habe ich kaum Videos von mir gemacht, aber ich kann ja das Handy auch so halten. Irgendwann habe ich das realisiert. Ja, also es ist wunderschön hier. Es ist genial. Und die Natur hier und das Wasser, es fließt richtig Wasser. Oberhalb vom Toten Meer ist nochmal irgendein See oder Salinen, ich weiß es nicht genau, aber ja, ob es bis dahin kommt, vermutlich nicht, weil unten schöpfen sie das ganze Wasser eben ab. So, es geht weiter und jetzt schaut euch diese Rundwand an. Also richtig 90 Grad geht es da um den Bogen, richtig alles schön rund, hier auch. Und es geht weiter. Ach, ist das schön hier. Jetzt mal ein Blick nach oben, ich habe auf Zoom gestellt, damit man sieht, wie das da oben aussieht. Da hängt wieder ein Felsen. Diese Schlucht ist einfach nur wow, sie geht hier um Kurven und in tiefen Felswänden. So langsam wird es steiniger, jetzt laufe ich halt im Wasser. Das ist am einfachsten. Voilà, da ist der Wasserfall. Da oben steht einer, leider. Ich wollte nämlich nackt duschen. Das ist der Wasserfall, aber es geht hier nicht weiter mit uns. So gut wie sonst. So weiter geht es nicht, also es würde schon weitergehen, aber die Hunde kommen da nicht mit. Die haben schon wieder Angst, dass ich sie verlasse. Wir gucken jetzt einfach noch diesen Wasserfall an. Aber da hinten würde es weiter und weiter gehen. Ah, so kann man es auch machen, die verrückte Sandra. Ei, 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 ei. Jetzt ist sie nass. So, die verrückte Lady ist da.
hinter dem Wasserfall. Wow! Es geht wieder zurück. Die geile 90 Grad Steilwandkurve. Wie Schlangenlinien geht es hier durch die Felsen. Ja. Jokerin. Picknick im Wasserwadi. Da, wo der Backe steht, bin ich gestern rein. Das ist relativ tief. Ich stand kniehoch auf dem Sand und plötzlich macht es Wuff und ich bin abgesoffen bis zur Hüfte. Also bis zum Bauch im Schlamm. Ich dachte, ich verrecke im Treibsand. Tja, jetzt machen sie wieder hol, weil da schöpfen sie Wasser ab. Ich bin wieder mal eingeladen zum Tee. Die haben wir unterwegs getroffen. Gastfreundschaft. Überall super und jetzt wird Tee getrunken, Banane gegessen und Biskuit. Also mal wieder Tee? Ja. Und Shisha? Hier? So, hier ist es ja jetzt recht gemütlich, aber wir haben über uns diesen Stein, von dem wir hoffen, dass er da oben noch eine Zeit lang bleiben wird. So, das war es wieder von mir. Danke für den Daumen hoch, allenfalls ein Abonnement, wie auch immer. Also, wir sehen uns. Tschüss.